Hallo liebe Freunde der Muskelzelle, heute geht es um Protein. Aber nicht um ganz normales Protein, sondern, Moment, um, wie man an der rosanen Farbe sieht, um ein Frauenprotein. Ich bekomme häufiger mal die Frage gestellt von Kundinnen, von Frauen aus meinem Studio, Mensch, da gibt es so ein Fraueneiweiß, dieses hier zum Beispiel. Gibt es von ganz vielen Herstellern, haben immer so Namen wie Shape Protein, Lady Protein und so weiter. Aber häufig kommt quasi die Frage, macht das Sinn, speziell als Frau ein Frauenprotein zu konsumieren oder kann ich das von meinem Freund einfach mitnaschen? Eine gute Frage. Mit einer guten Antwort und einer einfachen Antwort. Proteinaufnahme, Aminosäurenverstoffwechselung. Klar, Mann, Frau, schon ein großer Unterschied, gerade von der hormonellen Zusammensetzung. Aber die Geschichte vom Eiweiß ist in den beiden Körpern relativ gleich. Ne? Man geht ja auch nicht in ein Restaurant und bestellt ein Rumpsteak oder ein leckeres Stück Fisch oder isst einen Magerquark, speziell für Männer oder Frauen. Das ist wurscht. Gerade Frauenproteine, wenn man das so ein bisschen recherchiert und hinterfragt, sind zum Teil sogar schlechter zusammengesetzt als ganz normale Proteine, haben meistens sogar einen höheren Kohlenhydrat, höheren Fettanteil, weil ich kann aus Erfahrung sagen von meiner Frau, die legen halt immer mehr Wert auf Geschmack. Und gerade wenn da ein bisschen Zucker noch mehr drin ist, ein bisschen mehr Fett, das rundet das natürlich auch alles ab und schmeckt natürlich viel leckerer. Aber von der Zusammensetzung ist das vielleicht nicht gerade the best. Dann kommen natürlich viele Frauen und sagen, ey Mensch, cool, guck mal, da steht drauf mit L-Carnitin. Ja, L-Carnitin ist ein Stoff, der Fettverbrennung dient und sie auch unterstützt. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Fettverbrennung. Aber ich habe bisher noch kein Proteinpulver gesehen, wo so viel L-Carnitin das Anteil drin ist, dass es auch funktionieren würde. Es sind meistens nur ein paar Krümel reingetan, reingeschüttet, damit man es vielleicht draufschreiben kann. Spezielles Fraueneiweiß würde ich sagen, nicht empfehlenswert, in der Regel auch viel zu überteuert. Kostet meistens mehr wie normales Protein, Whey-Protein, Mehrkomponentenprotein und ja, braucht man nicht. Ne? Also Mädels, könnt ruhig an das Protein von eurem Freund gehen, auch wenn er sich so ein bisschen ärgert. Müsst ihr nur gucken, ob es auch schmeckt. In diesem Sinne,